Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Projekt hier auf dem Kanal. Ich bin euer Zelda-Junge und wir zocken heute The Legend of Zelda The Helix Blade. Im Original ist das auch nichts anderes wieder als ein Ocarina of Time-Hack, aber auch mit Majora's Mask-Elementen und ich nenne mich hier auch einfach mal wieder Link. Und dann starten wir in ein neues Abenteuer hier in diesem Hack in einer Demo. Also das ist erstmal nichts anderes als eine Demo. Das Ding hier befindet sich aktuell noch in Entwicklung. Und wir zocken das heute mal an. Man kann, glaube ich, einen Dungeon spielen. Und es sollen, glaube ich, mal 6 oder 7 Dungeon integriert werden. Also auf jeden Fall was Potenzielles, wo man mal ein LP später zu machen kann. Hey Typi, was ist denn los? Hey Link, irgendwas ist komisch und hier in der Gegend. Die Dekus, die sind irgendwie ganz komisch drauf und haben ihre Verteidigung erhöht und sind aggressiver als sonst. Ich spüre irgendwie eine dunkle Energie vom Tempel aus. Was geht da nun vor sich? Du solltest mal nachschauen. Oh, bevor du gehst, du solltest dein Schild nicht vergessen hier. Du hast doch einen, oder? Ich denke, du hast ein Haus, oder? Hast du? Wie gesagt, mein Englisch ist nicht das Beste. Wenn ich mal irgendwas falsch übersetzen sollte, etc. pp., schreibt es mir gerne in die Kommentare. Angespielt habe ich das Ding hier schon mal. Ob alles funktioniert. Und wir bekommen hier den Termina-Schild. Geilo. Ja, also Link sieht auch sehr geil aus, ne? Man sieht ja auch, es hat schon Anzeichen, dass er zu Oni-Link wahrscheinlich werden könnte mal in diesem Game. Und wir haben hier ja auch quasi das Helix-Blade schon, ich sag mal, vorausgerüstet. Und das Schild, das sieht ja auch sowas von geil aus, oder? So, wir safen einfach mal. Und das ist Links Haus. Es gibt auch einige Gegenstände etc. wieder zu finden. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal in diesen wunderschönen Hack rein, Leute. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo und ein Kommi da. Und wenn wir das Game hier zocken sollen, wenn das mal offiziell richtig rauskommt, also offiziell, ne? Aber wenn es mal vollständig raus ist, dann schreibt das auch gerne in die Kommentare rein. Denn da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin ja immer so ein Typ, der gerne sich solche Hacks anguckt und zockt. Und ich denke, da seid ihr auch mit dabei, gerade wenn es hier so ein Ocarina of Time und Majora's Mask Ding ist. Da kann man drüber reden, oder? Ich denke schon. So, ein Deku-Stick erstmal. Geile Musik auf jeden Fall. Es sind hier wieder so kleine Mashups in der Musik. So, ich hole mir mal ein bisschen Kohle. Und hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas anzünden mit einer Fackel. Machen wir später. Das geht ja aktuell noch nicht. Also den Anfang kenne ich jetzt schon ein bisschen. Ungefähr, ja, ab der Hälfte wird es für mich dann blind. Na komm. Und die Skull, die sind ja auch super merkwürdig. Die kommen irgendwie immer nur ganz komisch runter. Also ich verstehe das immer nicht. Sehr, sehr merkwürdig. So, hier habe ich dann schon gesehen gehabt, hier ist eine Flasche drin. Und ja, die holen wir uns jetzt erstmal durchs Tauchen irgendwie. Jawohl, da ist er. You got a empty bottle. Ey, Link sieht so cool aus, ne? Und das Schwert, das Schild auch, seine Klamotten. Mega cool. Gefällt mir sehr. Hier geht's wieder raus. Ja, und wir haben hier einen Regen-Tag- und Nachtwechsel. Also, das wechselt hier wirklich im Minutentakt. Das ist ganz schön krass. Wenn ich ehrlich bin. So, hallo. So, zack, mal ein paar Deko-Nüsse. Sind auf jeden Fall auch wichtig. Und so, wunderbar. Dann schauen wir mal, was uns in diesem Hack hier so Schönes erwartet. Also ich werde jetzt, glaube ich, so, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde anspielen. So in etwa, damit wir mal einen groben Überblick bekommen. Und falls ihr da Bock habt, das Game auch zu zocken, ich werde euch mal die Seite in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr das Game hier auch mal anzocken. Und wenn es rauskommt, dann auch komplett zocken auf jeden Fall. So, wir haben einen Haufen Skulltees. Die eine ballern wir mal weg. Und dann schön vorsichtig.
Zack, und schon sind wir oben. So, hier gibt es nämlich ein Herzteil. Das erste. Zack. Und da ist es. Wunderbar, schön. Ja, natürlich hat man hier wieder ein paar Schwierigkeiten, also eine erhöhte Schwierigkeit in einem Hack. So wie das natürlich sein muss. So, ich hoffe, du kommst jetzt mal runter. Ich weiß nicht, die sind ganz komisch hier, die Skulltis. Die sind irgendwie nicht so aggressiv, wie ich sie sonst kenne. Okay, der ist mal okay. Zack, rein da. So, und jetzt ist hier halt, ne, hier kann ich jetzt runterjumpen, könnte theoretisch die Fackeln anzünden. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Das ist übrigens unser Inventory. Flaschehammer, Dekunüssehammer. Wir haben erst einen Deku-Stick, das ist nicht so viel. Wir haben auch, warum auch immer, hier die Schuhe schon. Aber ich kann die, glaube ich, nicht benutzen. Ja, und so sieht das aktuell aus. Wie gesagt, es ist alles noch nicht fertig. Da wird überall noch dran gearbeitet. Ja, so. Zack. Fackel 1 und Fackel 2. Geht das Tor auf? Okay. Nee, doch. Doch, es geht auf. Alles klar. Ich finde die Musik einfach mega geil. Terminafeld SW, ich glaube, das heißt Südwest. Da oben ist auf jeden Fall auch ein Herzteil, glaube ich. Jo. Weiß nicht, ob wir da später einen Enterhaken bekommen oder sowas in der Art. Und wir uns da noch ranziehen können. So, und hier siehst du dann halt wirklich das erste Mal, dass das Game auf jeden Fall noch nicht fertig ist, weil du hast hier überall so Blöcke vorstehen. Die halt quasi sagen, hier ist erstmal Abschnitt Ende, hier kommst du erstmal nicht weiter. Weil dies und das noch nicht integriert ist halt, ne? Ich finde übrigens die Musik mega gut. Ich bin jetzt auch schon durch verschiedene Gebiete gelaufen. Also das hier kenne ich alles noch. Ah, die Musik, ey, super. Die ist so super. Und das Einzige, was hier, glaube ich, brauchbar war, war erstmal hier im hinteren Abschnitt noch eine Truhe, wo, glaube ich, ein paar Bomben drin waren. Die wir uns jetzt erstmal holen. Also ihr merkt halt, ne, das ist Termina, die Overworld von Majora's Mask, kennt man. Natürlich auch abgewandelt. Und halt, es werden dann wahrscheinlich immer unterschiedliche Gebiete sein, die dann auch dazukommen. Ich denke mal, die Overworld wird da auch noch ein bisschen gefüllt, was das angeht. Und ich hoffe einfach, dass das Game dann irgendwann mal in der Vollversion rauskommt. Da hätte ich echt mega Bock drauf. Es gibt auf jeden Fall mega viele Hacks noch, die wir noch nicht gespielt haben. Und ich werde jetzt auch versuchen, verstärkt wieder angespielt Projekte zu machen. Einfach um da nochmal eine breite Facette an verschiedenen Games rauszuhauen und euch zu zeigen. Ich möchte ja immer aktuelle Sachen zeigen und alles, was es so gibt, um euch da auf dem aktuellen Stand zu halten. So. Ja, die Nacht kommt, wie gesagt, halt echt oft. Da hier irgendwie alles als Overworld zählt. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dann hier auch noch die Hauptstadt, also Unruhstadt, oder maybe heißt es in dem Hack dann anders, integriert wird. Das wäre ganz geil. Wo man dann auch seine Rubine und so ausgeben kann. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. So, ich guck mal, ob ich hier rüberspringen kann, weil da drüben war ich selber auch noch nicht. Das sieht gut aus. Vielleicht können wir da nämlich was freilegen mit den Bomben. Vielleicht ist da aber auch noch nichts drunter. Keine Ahnung. Müssen wir mal angucken. Oh, ein Herzteil, geil. Siehste, Herzteil Nummer 2 ist auch am Start. So, ansonsten ist die Welt halt noch ziemlich leer, muss man einfach sagen. Aber ich denke, da kommt noch einiges. Und dann wird das auch gleich blind werden für mich. Denn ab dem Punkt, wo ich dann da oben, wo wir eben runtergesprungen sind und die Fackeln angezündet habe, da habe ich nicht weitergespielt. Dementsprechend bin ich dann auch gleich für euch komplett blind unterwegs. So wie das bei so einem Projekt auch sein sollte. Für die Leute, die hier neu reinschauen und das erste Mal auf meinem Kanal sind, schaut doch auch gerne komplett auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es immer schöne Let's Plays zu Randomizern und anderen coolen Projekten. Vielleicht ist da was dabei für euch.
Was euch gefällt, ich würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen neuen Zuschauer für meinen Kanal begeistern könnte. Schaut da gerne vorbei. So, mein Freund. Zack und zack. So, 3 Deko-Sticks. Das ist schon mal besser als einer. Und wir gehen jetzt hochwärts zu den, keine Ahnung, Tempel. Wo die Dekus abgespaced rumraisen. I don't know. Das Geile ist, wir haben jetzt Bomben dabei. Den stun ich mal kurz weg. Wir haben noch keinen Treffer eingesteckt. Das finde ich ganz gut. 2 Herzteile haben wir schon. Läuft eigentlich bei uns. Ah, die Musik ist so schön. So, da sind noch potenzielle Deko-Sticks. Zack. Jawohl. Mit 5 Deko-Sticks fühlt man sich doch da schon ein bisschen besser bewaffnet, oder? Let's go. Was haben wir denn hier? Oh, geil. Oh, schade. Ich dachte, jetzt geht die Musik los. Ah, doch. Aber jetzt wird Nacht, ne? Komm. Ah, hey, siehst du mich nicht? So, hier haben wir auf jeden Fall wieder Fackeln. Viele Fackelrätsel bis jetzt. Na gut, 1, 2. Okay. Ah, ja. Hier können wir was aufsprengen. Gut, dass ich die Bomben schon habe. Und da ist das 3. Herzteil. Schön. Ja, dann hoffe ich ja bald, dass wir einen 4. Herz-Container bald unser eigen nennen können. So, da haben wir auch noch einen. So. Wunderbar. Und dann würde ich sagen... Ah, hier ist auch noch einer. Hi, mein Freund. Versuchen wir das mal anzuzünden. Zack. 1. Waren jetzt 4 Stück, oder? Ja, 4 Stück. Und dann hoffen wir mal, dass das Tor aufgeht. Jo. Alles klar. Ja, das erinnert auf jeden Fall stark an Deku-Palast. Ich glaube, die Musik wollte auch anfangen zu spielen vom Deku-Palace. Aber da ist Nacht geworden. Das ist fast original, der Deku-Palace, ganz ehrlich. Okay. Was ist das hier? Was ist denn das hier? Ah, jetzt fängt es an, geil. Eine meiner liebsten Musikstücke. Keine Ahnung, was das ist. Hä? Okay. Strange. Warum hört ihr auf? Scheiße. Ah. Ah. Nein. Okay, da mal eine Fackel. Ich sollte erstmal auskundschaften. Ah, okay. Weil hier ein Gegner ist, oder wie? Okay, ich muss hier wieder viele Fackeln anzünden. Okay, es sind doch viele Fackelrätsel am Anfang gerade. Zack. Tschüss, my friend. Okay, es sind auch wieder 4 Fackeln. Ist hier auch eine flammende Fackel. War so geil, die Musik. I love it. Und zack. Und zack. Jawohl. Das hat doch wunderbar geklappt. Schön. Okay. Das nächste Tor ist offen. Aber ich will hier gar nicht weg. Die Musik ist so gut. Ansonsten ist hier nichts weiter. Hier haben wir nochmal 2 brennende Fackeln. Und es geht jetzt in den Tempel schon? Oder was ist hier? Also es gibt auch keine Karte so richtig, ne? Da unten bewegen sich einfach nur die Pfeile. Da ist jetzt links und rechts auch nichts weiter. Okay.
Gehen wir mal weiter. Im Wasser ist auch nichts zu erkennen. Okay, was haben wir hier? Let's go. Okay, Pfeile, Swamp-Tempel, also, Sumpftempel, oder? Heißt das ja. So, einen Bogen haben wir nicht. Sollten wir uns aber merken, dass wir hier einen brauchen. Und tschüss, mein Freund. Jawohl, weiter geht's. Oh, gefällt mir aber. Musik ist auch. Hat was. So. Da hinten brauchen wir einen Schlüssel. Fledermäuse in der oberen Etage. Okay, wir können einmal hier lang und später auf jeden Fall noch da drüben. Gucken wir erstmal hier. Okay, da auch auf jeden Fall den Bogen. Guck mal, ob was passiert, wenn ich alle Gegner töte. Oder hätte ich andersweitig den Bogen schon irgendwo finden können? Eigentlich nicht, oder? Ich hoffe es mal nicht. Dass der irgendwo jetzt auch oben in der Overworld versteckt gewesen ist. Nicht, dass ich da irgendwas verpasst habe. Okay, es passiert was. Könnte da der Bogen drinne sein? Das wäre sehr schön. Ah, ist so geil, wie Link aussieht, ne? Der sieht schon echt episch aus hier, der Typ. Okay, Dungeon Map. Oh. Was sagt denn die Dungeon Map? Okay. Jo, nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Also wir können halt nichts machen, also nicht viel machen ohne Bogen, ne? Hier halt irgendwie gar nichts. Okay, wir können mal versuchen, ob wir mal drüben noch in die Tür irgendwie reinkommen. Oder ob es was bringt, wenn wir alle Gegner töten, irgendwie so. Das ist auf jeden Fall zu weit, oder? Ne, da komme ich nicht hoch. Okay, aber die Frage ist, wie komme ich jetzt im Allgemeinen hier wieder raus? Ah, guck mal, da ist ein Bodenschalter. Frage ist nur, ah, okay, da ist jetzt, ah, okay. Da sind jetzt die Dinger entstanden. Aber wie komme ich hier wieder raus? Kann ich jetzt hier einfach so hoch und dann da drauf? Hallo, hallo, Link? Hä? Oder wie soll das funktionieren? Rückwärtssaldo? Das war kein Rückwärtssaldo. Nee, ich weiß gerade nicht, wie ich wieder hochkommen soll. Gibt's hier irgendwo? Ach, da hinten. Da hinten ist eine Treppe. Ah, ich bin genial. Ich habe die Treppe gefunden. Wahnsinn. Okay, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter, denn dann komme ich jetzt auch da drüben auf die Position. Let's go. Okay. So, da hinten ist wieder eine Schatzkiste. Da haben wir wieder einen Schalter. Da ist gar nichts in der Ecke. Okay, wir haben hier unten einen Schalter. Was macht der Schalter? Macht der das Feuer aus? Wenn ich treffe, bestimmt. Jo, Feuer ist aus. Dann muss ich mich bestimmt jetzt einfach nur beeilen und dann über auf die andere Seite. Okay, die Zeit ist auf jeden Fall lang genug, wie das Feuer ausbleibt. Und wir bekommen Schlüssel. Alles klar. Hallo, mein Freund. So, ja, dann ist der Raum auch erstmal wieder fertig.
dann benutz mal unseren kleinen Schlüssel. So, ist ja die einzige Tür bis jetzt, ne? Mit Schlüssel, glaube ich. Da ist direkt der Boss. Ah, cool, es gibt sogar einen Boss. Ich bin gespannt. So. Okay, es geht hoch in die oberen Etagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst, oder? Ich hoffe nicht. Okay. Jetzt sind wir in dem Raum, alles klar. Hier geht es auch wieder raus, aber da drüben... Da drüben können wir auch noch hin. So, irgendwie... Ganz komisch mit der Fackel. Okay, das ist merkwürdig. Aber es funktioniert. So, was kriegen wir hier? Ist das der Kompass möglicherweise? Oder kriegt man jetzt endlich mal ein Dungeon-Item? Das wäre auch wunderbar. Ein Herzteil. Okay, bin ich auch fein mit. Kriegen wir einen neuen Herzcontainer. Das ist schön. So, ansonsten war es das doch hier schon im Raum, oder? Ich denke ja. Sind wir schon mal ein bisschen stärker als vorher. Okay, da ist wieder eine Schatzkiste. Und eine Fledermaus. Wir können auch nochmal probieren, ob es was bringt, hier alle Gegner zu töten. Ah, das ist ein bisschen weit weg, oder? Weiß nicht, ob ich da hinkomme. So, aber Fledermäuse sind alle tot. Das wird nichts, glaube ich. Ich denke eher, dass ich da den Bogen brauche. Ja, ich glaube schon. Und dann... Ja, ich denke schon. Ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ne, ich will es jetzt nicht ausprobieren. Ah! Sind welche von meinen Lieblingsgegnern, ganz ehrlich. Die mag ich echt gerne. Oh, was? Durchs Schild gehauen? Ihr Saftsäcke. So, aber wir haben gleich ein Herzchen wiederbekommen. Normalerweise können die doch auf Feuer spucken, oder? Normalerweise. Okay, jetzt bekommen wir bestimmt den Bogen. Oder? Komm schon, enttäusch mich nicht. Und yo, geil. Der Swampbogen. Aber Swamp heißt doch. Swamp heißt doch Sumpf, oder? Sumpfbogen. Der Sumpfbogen. Interessant. Okay. Jo, jo, jo. Und einmal. Oh, der sieht aber cool aus. Der gefällt mir. Nice. Okay, wir müssen jetzt sowieso nochmal in die anderen Räume, denn da gab es viele Augen. Zum Abschießen. Verdammt. Ich mal ein bisschen zielen üben. So. Und da ist auch noch einer. Nein. Nein. Aber jetzt. So. Und dann einmal das Auge hier. Ja, da kommen die zwei Plattformen, alles klar. Aber da brauchen wir dann sowieso erstmal einen neuen Schlüssel. So, ich sag Kompass, oder? Kompass, Kompass, Kompass. Jo, geil. Sehr schön. Ja, jetzt lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal die ganzen Räume abzuklappern. Unten die Karte ist trotzdem noch nicht integriert, ne? So, bringt's was hier alle Gegner zu töten? Nö. Guck mal kurz auf die Karte. Okay, wir haben auf jeden Fall in dem Raum vor uns noch eine Kiste. Ja, gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu machen hier. Zack. Angefangen mit dem Raum.
Wo sind jetzt Kisten? Hä? Was ist jetzt passiert? Ach da, okay. So. Jeweils links und rechts eine Kiste. Schlüssel. Ich denke mal, in beiden Kisten werden wahrscheinlich Schlüssel drin sein, oder? Und dann gehen wir gleich in den anderen Raum nochmal rein und schauen uns da auch nochmal um. So. Okay, nur Pfeile. Alles klar, das ist aber auch fein. Pfeile und Schlüssel, damit bin ich fein. Ja, ich mag es nicht, dass da unten die Karte fehlt. Aber ja, das kommt bestimmt noch. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ob das so gewollt ist. Und tschüssi, mein Freund. Läuft aber ganz gut. So, dann gehen wir mal nach links. Denn hier, ne, Auge. Zack. Geh die Tür auf, alles klar. Ansonsten nichts weiter. Okay, es geht nach unten. Sonst ist hier erstmal nichts auf dem ersten Blick. Bam. Unser Schwert sieht auch schon so geil aus, ne? Ist das das Schwert aus Majora's Mask? Die Schmierklinge? Nee, ne? Die sieht anders aus. Die ist golden, glaube ich, noch. Ist auch leicht verändert, das Design. Okay. Weiter geht's. Wir haben da einen Schalter. Also hier, ne? So ein Kristallschalter. Oh Gott. Das habe ich gerade nicht kommen sehen. Ich gehe jetzt einfach mal mit der Annahme, dass dieser Schalter das Feuer ausmacht. Aber es ist ohnehin vielleicht not bad, wenn wir erstmal irgendwie die Fledermäuse erst töten. Ja. Genau deswegen. Herzchen? Ist ein Herzchen für mich? Jo, geilo. Ein paar sind auf jeden Fall noch unterwegs, aber ich sehe gerade keinen. Verdammt. Okay, von hier können wir den Schalter eh nicht treffen, oder? Können wir das irgendwo von hier tun? Nee, ich glaube dann. Wir müssen echt rennen dann, wenn wir den Schalter abgeschossen haben. Quasi von hier. Warte mal. Die shoote ich jetzt auch noch runter. So. Feuer ist aus. Okay, nur eine kleine Schatzkiste ist das. Ja. Mehr als genug Zeit. Zweiter kleiner Schlüssel. Da drüben ist nichts weiter, ne? Zeit hat auch angehalten. Aber hier ist noch eine Schatzkiste. Irgendwie. Auch nicht. I don't know. Oh Gott. Jetzt sind wir halt gar nicht mehr auf der Karte. Hä, was ist das für eine komische Karte da unten? Es ist ja auch keine Karte, ne? Okay. Jo, ich würde sagen, das war's hier, ne? Erstmal. Bin mir halt nicht ganz sicher. Was ist, was sagt denn die Karte hier? Ja, da haben wir noch was, aber das hat ja nichts damit zu tun. Okay. Shit, da wollte ich mich, oh Gott, mal ganz cool vorbeischleichen. Hat nicht geklappt. Zwei Schlüssel haben wir jetzt. Okay, hier sind wir fertig. Hier müssen wir auch, glaube ich, nicht nochmal hin. Haben wir jetzt drüben noch irgendwas zu tun? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Nee, hier war ja nichts mehr, ne? Ich glaube, wir können weiter.
Hier ging es jetzt zum Bossraum. Genau, da haben wir jetzt die zwei Dullis. Und hier geht's nach oben. Sieht gut aus. So, hier unten war ja nichts weiter, ne? Nö, hier sind wir fertig. Okay. Alles klaro. Und wir haben zwei Schlüssel. Das heißt, wir können direkt durch. Let's go. Und hier brauchen wir auch direkt den zweiten Schlüssel. Alles klar. Es wäre auch gar nicht weiter gegangen, wenn wir den nicht hätten. Alles richtig gemacht. Okay, wir haben hier einen Schalter. Was wird dieser Schalter tun? I don't know. Der macht ein Feuer an. Der macht ein Feuer an. Und jetzt ist da so eine Glaswand? Okay, warte mal, warte mal. Jetzt die Wand wieder weg, oder? Glaswand, Eiswand, ich weiß nicht genau, wie ich das bezeichnen soll. Ich glaube, ich muss jetzt immer zwischen den Schaltern dann hin und her wechseln. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Dass ich den Schalter immer von oben abschießen muss. Um dann quasi immer bestimmte Sachen zu triggern. Quasi jetzt einmal. Moduswechsel. Dann jump ich hier rüber. Also ich habe jetzt ja eine Idee, wie ich das machen könnte, ne? Aber das ist ja hart. Das ist hart an der Grenze, Alter. Okay, warte. Achso, wenn ich draufstehe... Ach nee, hä? I don't know. Keine Ahnung. Vielleicht war es auch einfach nur Glück. Und wir haben den Boss-Key. Okay, ich bin gespannt. Haben wir einen Custom-Boss oder ist das ein... Keine Ahnung, ist das ein Boss, den man kennt? Bin gespannt. Ah, ich hüpf runter, ne? Ja, das war doof. Okay. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Ich hab Bock auf den Boss. So. Let's do it. Wir haben ein Viertel, ein halbes Herz, ein halbes Herz Schaden. Sollten wir hinbekommen. Okay, was erwartet uns? Shit, ey. Okay, das ist aber kein Boss hier. Okay, das sind einfach nur Degus, die uns hier voll plänkeln. What the heck? So. Der weg. Irgendwo rennt noch einer rum. Haben wir unten noch einen? Ah ja. So, zack. Ja, komm. Wir machen das jetzt mal so. Schön Schritt für Schritt. Das sind wahrscheinlich die Dekus, die hier in Aufruhr sind. So, das waren alle, ne? Tür geht auf. Schatzkiste kriegen wir auch noch. Ui. Nice. Okay, ich hätte mir aber einen Boss gewünscht. Was bekommen wir für, in Anführungsstrichen, den Boss? Ein Herzcontainer tatsächlich. Okay. Cool. Oh ja, war mal was anderes. Und dann erwartet uns hier ein Portal. Welches uns aus dem Tempel wieder rausführt. Okay. Damit ist dieser Dungeon auch beendet. Möglicherweise auch schon dieses Projekt, liebe Leute. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir hier noch viel machen können.
Und ob es hier noch irgendwas zu holen gibt? Wenn, dann werdet ihr das jetzt wahrscheinlich im Schnelldurchlauf sehen. Ah, okay. Gut, Leute. Also hier, wo normalerweise die Soras sind, ne, wo es zum Meer geht, habe ich jetzt noch zwei Felsen gefunden, die man wegsprengen kann. Möglicherweise geht es da nochmal ein Stückchen weiter. Mal schauen. Jo, The Great Bay. Wir haben nochmal einen neuen Abschnitt gefunden. Schauen wir mal, inwiefern man hier noch weiterkommt. Was man noch holen kann. Hier ist erstmal nichts weiter. Da sind ein paar Gegner. So. Ja, also man merkt auf jeden Fall, die Welt ist noch ein bisschen leer. Da fehlt noch ein bisschen Liebe. Aber ich denke, wenn man da noch ein bisschen Zeit reinsteckt in das Projekt, da kann was Gutes bei rumkommen. Da bin ich mir relativ sicher. Und auf jeden Fall macht es mega viel Spaß. Und auch Link sieht einfach so mega cool aus. Es gefällt mir richtig gut, das Projekt hier. Oder das, ich sag mal, das, was es mal werden wird, wird wahrscheinlich ziemlich gut werden. Was? Das war zu spät? Na toll. Ich habe ein grandioses Timing. Wahnsinn. So. Okay, was können wir hier machen? Hier ist nochmal so einer. Ach, hier ist die Brücke eingestürzt. Okay, verstehe. Aber jetzt müsste ich... Hä, jetzt muss ich hier wieder rüber eigentlich. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie mache ich das? Kann ich hier runter droppen? Nee, kann ich nicht. Hä? Ach so, ich muss... Boah, ich muss da rüber springen. Eieiei. Okay, jetzt muss ich die Bombe so werfen, wie ich es eben gemacht habe. Oh. Jo, das war auf jeden Fall ein Volltreffer. So, und dann hier rüber. Okay, und nochmal bitte. Sind auf jeden Fall ein paar coole Jumping Parts schon mit drinne. Let's go. Was werden wir jetzt hier haben? Ah, wirklich Soras? Cool. Eine richtige Sora-Höhle. Ja, das ist auf jeden Fall... Ja, auch so eine Mischung aus... eher so Majora's Mask, ne? Weil da hinten, das erinnert sehr an die Bühne. Hi, mein Freund! Was los? Who are you? Wer bist du? Wir sind die Soras. Die stolzen Wasserleute. So, du sagst, du bist hier, um den Tempel auszuchecken. Okay, dann geh. In der Ecke waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und da ist auch nochmal ein Zora. Ich hätte das gerne mal, ich hätte hier gerne mal die Musik gehört. Aber leider haben wir jetzt gerade nur die Nachtmusik drauf. Uneasy lately. Maybe I should go swimming at the beach. Oder geh doch. Geh doch schwimmen am Strand. So, da steht auch nochmal einer. Hi, Kumpel. Ich kann dunkle Energie fühlen, die vom Oceanside-Tempel kommt. Ah, ja. Ist das der Oceanside-Tempel etwa? Okay, wir können doch noch in den Tempel rein. Frage, ist der schon completed? Let's see. Oceanside Tempel. Coole Musik auf jeden Fall. Ja, gut. Weiß noch nicht, ob man das Musik nennen kann. So, ein paar Herzchen. Nee, ist eher so... Ich weiß nicht, das ist eine ruhige Musik. Eine sehr, sehr ruhige Musik. Boah, wisst ihr, dass ich Wassertempel voll nicht mag? Sollte mittlerweile jeder wissen, der mich kennt.
Das Wassertempel für mich immer absoluter Hass sind. Okay, da oben ist so ein Auge. Natürlich. Ja, Alter, was hat der für eine Reichweite? Okay, da oben steht noch einer. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Shit. Okay. Ah, das sind auch so krasse Typen. Die zwei Hits brauchen und ich kriege nicht mal Bomben. Ach, Mano. Okay, der hat sich nicht für mich interessiert. Und tschüss. Kriege ich was dafür? Jawohl. Da haben wir einen wunderschönen Schatz. Jetzt geht die Musik los, Leute. Okay, ein Schlüssel ist das doch bestimmt, oder? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit ist das ein Schlüssel. Jo, geilo. Okay, weiter geht's. Ich habe schon eine Vorahnung, was ich hier bekommen könnte. Hier stehen halt sehr, sehr viele Fackeln rum, an die man sich halt ranziehen kann. Und ich habe die Vorahnung, dass man hier vielleicht den Enterhaken bekommen könnte. Ja, okay. Hat mir gerade bestätigt. Denke ich. Okay, was ist da unten? Kann ich da einfach runter droppen? Das sieht gefährlich aus, aber ich glaube, ich habe keine Wahl. Na dann. Let's go. Ist auf jeden Fall vier Etagen hier, der Tempel. Da geht es dann irgendwie durch ein Tor durch. Was zur Hölle? Boah. Ist der big, der Tempel. Heilige Scheiße. Okay, hier mal ein Schalter. Was macht der Schalter? Hallo? Link? Warum ist er nicht auf den Schalter drauf? Verstehe ich nicht. Was ist passiert? Sorry, ich habe es gerade echt nicht gesehen, was gerade passiert ist. Ist die Fontäne da hochgegangen? Ich weiß nicht, was passiert ist, Leute. I don't know. Okay, was macht der Augenschalter da oben? Der macht die Fontäne runter, okay. Ah, der macht vielleicht da hinten die Fontäne runter. Ich schaue mich erstmal in dem Raum hier ein bisschen mehr um. Möglicherweise gibt es hier noch was anderes zu finden. Dementsprechend einfach nochmal ein bisschen umgucken. Okay, hier oben braucht man einen Schlüssel. Da drüben kann man sich rüberziehen, vermutlich. Okay, wir werden erstmal den Schalter aktivieren und werden darüber gehen. Aber ich nehme mir mal kurz hier noch die paar Töpfe mit. In der Hoffnung, dass da ein paar Bomben und Pfeile drin sind. Natürlich nicht. Eine Fee. Ja, okay, hätte ich auch mitnehmen können, aber ganz ehrlich, die Gegner hier sind nicht so stark. Okay, alles klar. Dann auf jeden Fall mit ein bisschen Tempo. Jetzt kam ich einfach auf dem Schalter drauf. Das war irgendwie merkwürdig. So. Let's see. Okay. Zack, alle weg. Okay, okay, okay. Die sind alle tot. Hier kriegen wir Pfeile. Ja, geil. Schön. Zack. Okay, eine Kiste mit. Eine große Kiste. Okay, wir haben aber weder Karte noch Kompass. Deswegen, ich denke mal, Dungeon-Item würdig ist das noch nicht. Das wäre, glaube ich, zu früh. Denke ich mal.
Und. Oh doch. Krass, der Hookshot. Ja, geil. You can use it to drag distant items toward you, or you can use it to pull yourself towards something. Ja, wir können damit uns selber ranziehen oder halt andere Items zu uns. Was man halt so macht mit einem Hookshot, ne? Ich glaube, den kriegt man nicht mehr, den Pfeil, oder? Doch, geil. Sehr schön. Okay, das sieht auch wieder mega aus. Schön. So, wir haben hier einen Block. Ja, mit dem können wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ja, das nenne ich Physik, ne? Das ist Physik. Ach ja. Die guten alten Spiele. Wunderbar. So. Ah, ich weiß nicht, wenn man so ein Hack macht, ne, dann könnte man... Es gibt ja für einen Randomizer solche Speed-Hacks für Schieben von Gegenständen. Da könnte man doch sowas auch gleich mit reinmachen, oder? Ich weiß nicht, ob das irgendwie schwierig ist, aber ich finde, wenn es möglich ist, sollte sowas gleich mit reingemacht werden. Finde ich halt eine mega Erleichterung immer in den Randomizern. Oh Gott. Nicht der. So, warte mal, das ist keine gute Idee, ne? Das auch nicht. Pfeil? Pfeil geht auch. Okay, das wäre der gewesen. Der gibt auch Geld, oder? Ja. Bloß Geld brauchte ich bis jetzt halt immer noch nicht. Was passiert denn, wenn ich den Schalter schlage? Da geht eine Tür auf. Und ich kann mich jetzt hier hochziehen. Kann halt sein, dass ich noch nicht weiterkomme. Ich weiß es nicht. Weil es gibt halt viele Orte, sag ich mal. Aua. Okay, gleich kommt irgendwas. Alter, die kommen aber auch angeflogen wie ein paar Torpedos, ne? Krass. So, ich denke, den muss ich jetzt erstmal wieder aktivieren. Dann geht da oben das Ding weg, ja. Das ist auch wieder so ein komisches. Oh Gott. Ich glaube fast, hier brauche ich eine Bombe. Ich glaube, hier brauche ich wirklich eine Bombe. Wow. Aber ich habe nicht mehr viele Bomben. Ja, das ist eine tolle Bombe. Nee, es muss auch ohne Bomben gehen, glaube ich. Du hast, glaube ich, immer so eine kleine Verzögerung drin, aber ich muss mich beeilen. Ich komme ja gar nicht da dran. Okay, ich brauche vielleicht doch eine Bombe. Oh Gott. Ich habe nur noch zwei Bomben. Ich mache mal ein Safe State. Ja, das war eine tolle Bombe immer wieder. Au. Ja. Genau so. Bloß schneller. Ha, toll. Und auf ein neues. So, zack. Boah, ich muss noch schneller sein. Oder ich muss es von... Ja, ich muss, glaube ich, von ganz oben machen. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ich ziehe mich erst hier hoch. Backe ein bisschen rum. Und dann... Genau. Jawohl. So wird ein Schuh draus. Alles klar. So, wo sind wir jetzt? Hier kriegt man nochmal eine Schatzkiste. Ich hoffe, mit dem Schlüssel... Sehr schön. Das heißt, das hätten wir jetzt. Dann haben wir da hinten auf jeden Fall noch eine Schatzkiste. Da können wir uns jetzt ranziehen. Da würde ich auch gleich hingehen. Also hier geht es dann weiter.
Aber ich glaube, ich gehe dann auch nochmal in den anderen Raum rein vorher. Weil da konnten wir uns auf jeden Fall auch ein bisschen hin und her ziehen. So, zack. Der zweite Schlüssel. Dann haben wir hier unten den Raum. Da können wir auf jeden Fall weiter. Achso, ich kann ja jetzt gar nicht in den Hauptraum zurück, ne? Das geht ja gar nicht. Stimmt, das geht ja gar nicht. Weil, oder? Warte mal, komme ich jetzt hier wieder zurück? Nee, ich glaube, hier komme ich nicht zurück gerade. Später vielleicht. Okay, dann ganz logisch, wir müssen jetzt darüber. Wir haben jetzt zwei Schlüssel, wir könnten auch oben rum, aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem erstmal da lang. Let's go. Okay. Ich hasse solche Räume. Okay, ist aber nicht auf Zeit. Ist hier irgendwas anderes Ekliges noch auf dem Boden? Bis jetzt nicht ersichtbar. Okay, schauen wir mal. Ein bisschen treibsandmäßig. Die machen... Ich wollte gerade sagen, die machen gar keinen Schaden. So, zack. Wunderbar. So, dann da oben noch welche. Ja, aber alles kein Problem. Kriegen wir hier noch einen Schlüssel? Könnte möglich sein. So, den Ru... Hallo? Hallo? Ja. Und... Alle hopp. Warte mal, wo ist die Tür aufgegangen? Ah, hier ist auch eine Schatzkiste erschienen. Hä, das, die ist so schnell erschienen, das hast du gar nicht gesehen. Okay, einfach nur für die Karte? Mehr ist das nicht? Alles klar. Ja, dann bleibt uns ja jetzt aktuell auch gar keine andere Wahl, als oben lang zu gehen. Wo wir die Schlüssel brauchen, ja. Okay. Ja, also die Rätsel sind eigentlich ganz nett. Muss man sagen. Finde ich ganz cool. Machen Spaß. So. Schauen wir mal, was die Tür hier kann. Schalter. Schalter, wo was drauf muss. Und hier hoch? Da ist eine Kiste. Mehr? Ah doch, da ist auch noch was. Okay, was macht das hier? Was immer es macht, ich mache erstmal noch eine Kiste drauf und... Ah ja, okay, wir kommen hier direkt dann hoch. Ja, easy. Kein Problem. Erklimmen wir jetzt quasi wieder unsere Etagen nach oben? Jetzt geht's wieder runter? Das ist wie ein Raubschleim. Oh Mann! Ich hasse Raubschleime. So. Zwei Hits. Ich hoffe, das ist der Trigger für die Tür. Jo. Alles klar. Weiter geht's. Ach du Scheiße, was ist das denn? Mann! Hä? Was soll ich tun? Okay, die Plattform kommt auch auf mich zu. Habe ich jetzt eben erst gesehen. Okay, was muss ich tun? Ah, okay, ich habe hier einen Schalter. Bin ich doof? Ich habe den Schalter nicht gesehen. Ah, alles klar. Mit dem Schalter muss ich also arbeiten. Okay, das habe ich gerade nicht bemerkt. Ich war von den Dingern zu sehr abgelenkt. Also wir müssen auf jeden Fall in einer geraden Flugbahn fliegen. Ich glaube, sonst funktioniert das nicht. Genau. So, und jetzt machen wir das Ding hier wieder zu. Und ziehen uns auf das andere Ding rüber. Jetzt ergibt das Sinn. Geilo. Das hat funktioniert. Ja, super. Gott, ey. Aber auch ein Herzschaden, ey. Wow.
Okay, ich habe den Schalter halt nicht gesehen. Das war das Blöde daran. So, let's go. Das hätten wir. Okay. Einfach so ein Durchgangsraum. Alter, wie viele Wege? Was ist denn hier los? Wahnsinn. Okay, hier zwei Türen. Wir haben die Karte. Warte mal, was sagt die Karte gerade? Ich weiß, ich finde die Karte irgendwie nicht so aussagekräftig. Verstehe nicht genau, was da los ist. Okay, jetzt geht's hier auch nochmal richtig nach oben. Was zur Hölle? Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier rein. Okay, haben wir nochmal ein paar Muscheln. Hi. Pfeile finde ich gut. Du vielleicht ein Herzchen? Ah, auch nur Pfeile, schade. Aber wir nehmen, was wir kriegen, ne? Okay, was? Hier kann ich hoch. So. Oh, geil, Herzchen. Wir haben hier eine große Schatzkiste. Aua. Und noch ein Herzchen. Sehr schön. Okay. Wir haben hier eine große Schatzkiste. Einmal hier rüber. Einmal hier hoch. Hä? Ah! Oh, ich hasse Fledermäuse. Wo bist du? Komm her, du kleines Scheusal. So. Okay, wir müssen irgendeinen Schalter finden, damit da drüben das Wasser ausgeht. Ich glaube, da oben geht es nicht weiter, ne? Das ist nur zum Rüberklettern. Doch, da geht es auch weiter. Kann ich mich in der Mitte vielleicht runterfallen lassen? Okay, hier haben wir einen Schalter. Ich weiß gar nicht, was der smarteste Weg ist. Einfach so, oder? Jo, geilo. Kompass. Ansonsten. Jo, dachte ich mir. Okay, Kompass. Kompass ist am Start. Wo haben wir denn noch Schatzkisten? Eigentlich nur noch ganz oben. Okay. Dann ist da ja gar nicht mehr so viel los. So, dann haben wir jetzt die Tür hier noch. Okay, keine Ahnung. Ein paar Räume, ne? Ich glaube, das ist nur eine. Ist nur ein Shortcut, oder? Ja, genau. Hier sind wir vorhin runtergetroppt. Alles klar, verstehe. Das ist jetzt nichts weiter. Das ist wahrscheinlich einfach, wenn ich jetzt was vergessen habe. Ich merke jetzt, ich habe einen Kompass gefunden. Ich muss nochmal in die untere Etage. Hier geht es nochmal runter. Und da kann ich schnell wieder nach oben kommen. Das ist, glaube ich, so der Sinn dahinter. Aber da war ja nichts mehr. Wir haben ja alles. Schlüssel haben wir. Theoretisch müsste man nach oben kommen. Und dann können wir theoretisch das Ding hier beenden. Den Tempel. Theoretisch. Hier hat mir so ein bisschen der Mittelboss gefehlt. Also den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, den Mittelboss. Gab's keinen. Ich hoffe, dass es wenigstens einen geilen Boss gibt. Oder allgemein mal einen Boss. Das wäre ganz cool. Schauen wir mal. Okay, was ist das denn jetzt hier? Ich höre auf jeden Fall Fledermäuse. Meine Lieblingsgegner. Zack. Weg damit. Okay, ich glaube, ich werde die erstmal wegsneaken hier. Noch ein bisschen zu weit weg. Okay. Ich gehe erstmal näher ran. Verschaffe mir eine bessere Position. Okay. Und die da noch weg. Okay, sehr schön. So, dann einmal voll daneben.
Ah, shit. Ah ja, okay. Vielleicht sollte ich noch dahin. Ist vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen zielgenauer. Das sieht schon besser aus. Da oben sind auf jeden Fall auch noch Fledermäuse. Da kommt schon eine. Perfekt. So, komm. Sehr schön. Tschüss, mein Freund. Okay. Herz nehmen wir mit. Und weiter geht's. Wir müssten ja theoretisch gleich wieder... Okay, das ist der Bossraum. Wir müssten theoretisch gleich wieder oben rauskommen. Oh. Verstehe. Ja, wie komme ich jetzt rüber? Hä? Ja, ich bin jetzt hier, genau. Aber ich will doch darüber. Oder kann ich hier so... Oh, okay. Das ist aber komisch gemacht. Das macht ja mehr Angst, als dass das Nutzen bringt, oder? Okay. So, jetzt können wir auf jeden Fall hier hoch. Wow. Ich sollte mal Zielwasser trinken. Ist hier der Boss-Key drinne? Haben wir es dann schon geschafft? Ist denn das die Möglichkeit? Nö, nur ein Herzteil. Okay. Boss-Key fehlt noch. Aber der Boss-Key könnte ja zum Beispiel da oben drauf sein, oder? Die ist auf jeden Fall irgendwo hier, die letzte Schatzkiste. Da ist ein Schalter. Ah, okay, da drüben geht die Tür ja noch auf. Okay, da waren wir noch nicht. Stimmt. Aber wir haben es gleich, Leute. Dü-dü. Okay, da geht irgendwo... Ne, die ist hochgegangen, ne? Die Wasserfontäne ist, glaube ich, hochgegangen. Ne, die ist runtergegangen. Hä, was bringt mir das, wenn ich da gegen die Wand baller? Es sei denn, ich kann mich dann... Warte mal. Aber da kann ich mich auch schon so hinziehen. Ah, okay, das ist eine Wasserfontäne und dann muss ich mich an die Kiste rüberziehen, verstehe. Okay, let's go. Eine Wasserfontäne, die quasi durch die Wand geht. Ist logisch. Aber hier ist die Boss, der Boss-Schlüssel drinne. Mit ziemlicher Sicherheit. Die letzte Truhe sah auch so aus. Sehr schön, Leute. Dann haben wir nämlich den Dungeon hier auch completed. Fehlt nur noch der Boss. Mal schauen, ob das diesmal ein Boss ist oder... Keine Ahnung, 50 Fische. Wir werden sehen. Also ich hatte halt auch noch nie so einen Massenboss in Zelda-Spielen. Wie jetzt im Deku-Palast. Oder im Sumpfpalast, besser gesagt. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. We will see. Let's go. Bossfight. Okay. Das scheint aber jetzt was Ernsthafteres zu sein, oder? Wir sollen auf jeden Fall in die Mitte gehen. Kriegt man vielleicht sogar eine Animation? Oh, er hier. Das sind zwei Skelettkrieger? Na toll, der eine ist runtergefallen. Was ist das denn? Also, ja. Also ganz ehrlich. Wenn ihr das schon macht, dann sollten die wenigstens nicht runterfallen. Das ist ja traurig. Okay, down. Mensch, das ist doch kein Boss. Schade. Ich hoffe ganz ehrlich, da werden noch Bosse eingefügt. Wenn es auch normale Bosse sind. Aber
Am geilsten wären irgendwelche Custom-Bosse. Ich hoffe halt echt, dass da noch was eingefügt wird. Okay, Herzcontainer bekommen wir. Mit dem Enterhaken könnten wir uns jetzt auf jeden Fall in Termina noch ein Herzteil holen. Ihr habt es gesehen, ne? Da an der Fackel hochziehen. Da hätten wir noch ein Herzteil, aber ich denke mal hier. Hey, this is the end of the demo. Thanks for playing. Ja, Leute, das war's. Hier kommen die Credits. Und damit verabschiede auch ich mich von diesem Projekt. Ich finde es eigentlich ziemlich cool gemacht. An einigen Stellen muss auf jeden Fall noch ja, was verbessert werden, verändert werden. Hier wären an den zwei Stellen auf jeden Fall richtige Bosse geil gewesen. Am besten irgendwelche Custom-Bosse. Das hätte ich nochmal richtig gefeiert. Aber wie fandet ihr den Hack bisher? So an sich, die Aufmachung ist ziemlich nice, finde ich. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Ding mal zu einem kompletten Projekt wird. Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare und schaut euch gerne noch weitere Videos auf meinem Kanal an. Bis zum nächsten Projekt. Das war's von mir. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.